Dortmund gegen Madrid, Borussia gegen Real, Bundesliga gegen La Liga, Schwarz-Gelb gegen Weißes Ballett. Zum 15. Mal treffen die beiden aufeinander, in Wembley erstmals auf neutralem Boden. Angefangen hat alles mit einer der kuriosesten Szenen der Champions-League-Historie. Ausgerechnet am 1. April 1998 fällt im Santiago Bernabéu schon vor dem Anpfiff ein Tor. 2003 erzielt Jan Koller in der Zwischenrunde im Hinspiel das historisch erste und im Rückspiel das zweite schwarz-gelbe Tor gegen die Königlichen. Von 2012 an wird Real praktisch zum Dauergegner. In der Gruppenphase der erste Sieg unserer Borussia. Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo schießen sich für all das, was noch folgen wird, schon mal warm. Zum Helden des Tages aber avanciert Marcel Schmelzer mit dem 2:1 Siegtreffer. Zwei Wochen später eine schwarz-gelbe Gala in Madrid, die das nackte Ergebnis nur unzureichend widerspiegelt. Marco Reus, Mario Götze und Co. hinterlassen beim 2:2 mächtig Eindruck in der spanischen Hauptstadt. Nach dem Wunder von Malaga trifft man sich dann im Halbfinale schon wieder. Dabei stößt in Dortmund Robert Lewandowski mit einer seiner größten Sternstunden das Tor zum Finale in Wembley weit auf. Mit 4:1 wird Real nach Hause geschickt. Dabei zerlegt der Pole das spanische Selbstverständnis mit 4 Treffern förmlich im Alleingang. Im Rückspiel geht Ilkay Gündogan recht großzügig mit dem Vorsprung um, sodass am Ende noch etwas gezittert werden muss, letztendlich aber der Finaleinzug bejubelt werden darf. In der Folgesaison heißt der Gegner im Viertelfinale schon wieder Real Madrid. Ein dürftiger Auftritt in Spanien lässt den BVB mit einer 0:3-Hypothek ins Rückspiel gehen. Im Signal Iduna Park gibt Roman Weidenfeller den Startschuss zu einer grandiosen Aufholjagd. Noch vor dem Pausenpfiff trifft Marco Reus gleich zweimal. Die Königlichen wanken. Dass sie in der zweiten Hälfte nicht fallen, ist mehr als nur unglücklich. Nach 2 Jahren Realentzug geht es 2016 spektakulär weiter. In der Gruppenphase treffen Pierre-Emerick Aubameyang und André Schürrle beim 2:2 im Signal Iduna Park. Im Rückspiel gibt es dasselbe Resultat. Dabei kommt der BVB nach einem 0:2 noch zurück. Marco Reus sichert Dortmund kurz vor Schluss den Gruppensieg. In den bislang letzten Duellen in der Saison 2017-18 treffen Pierre-Emerick Aubameyang und Cristiano Ronaldo jeweils 3-mal. Mit dem besseren Ende für die Madrilenen. Jetzt also wieder Real. Der Rekordsieger der Champions League hat seit 1983 kein europäisches Finale mehr verloren. Es wird also höchste Zeit. Klar, es ist immer noch Real Madrid. Aber wir sind Borussia Dortmund.